Willkommen zu meinem Jahresrückblick 2022. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Jahresrückblick 2022 und noch aus meiner alten Wohnung. Und ihr seht im Hintergrund, es leert sich langsam, es sieht chaotisch aus, da steht meine Zitrone, die Bilder hängen nicht mehr. Ach, und ja, jetzt habe ich auch noch Sonneneinstrahlung von der Seite und habe mein Licht eben noch geschrottet. Was ich normalerweise zum YouTube-Film nutze. Ich habe so eine große Lampe und da ist eine Glühbirne drin, die ist umgefallen, die Glühbirne ist kaputt gegangen. Ja, und jetzt habe ich keine andere, ich habe nur so eine kleine oben drauf, aber durch die Sonne kann dieses kleine Lichtchen jetzt auch nicht so viel auswirken. Deswegen tut es mir leid, wenn das Licht nicht optimal ist, aber ich habe mir schon eine neue bestellt über Amazon, aber die kommt tatsächlich, also nicht in die Schweiz, aber an meine Postadresse jetzt, die ich in Deutschland habe, in der Nähe von der Grenze. Und das hole ich dann wahrscheinlich erst aber im neuen Jahr ab. Und deswegen müsst ihr mich erstmal so ertragen. Ja, mein Jahresrückblick. Ich erzähle euch was im Jahr 2022, was wir oder ich so erlebt habe und werde euch auch ein bisschen immer was einblenden von den Videos, die alle Videos, die ihr heute sehen werdet, so Schnipsel davon, sind auf meinem YouTube-Kanal. Also wenn ihr euch das nochmal genauer ansehen wollt, schaut da gerne mal vorbei. Und ja, muss sagen, es war wirklich ein tolles, erfolgreiches Jahr. Ich habe so viel erlebt oder wir haben so viel erlebt als Truppe. Und bevor wir damit starten, ich gehe natürlich jeden Monat durch, möchte ich euch mal vorwarnen, das Video wird wahrscheinlich sehr, sehr lang werden, weil durch die Schnipsel und mein Gelaber kann es schon sein, achso, ist ganz gut, kann es schon sein, dass das Video sehr, sehr lang wird. Ich muss gleich durch die Gardine ein bisschen vorziehen, so ist nämlich ganz gut. Ja, genau, also das wollte ich immer sagen, also Vorwarnung, Triggerwarnung, das Video wird sehr, sehr lang. Wenn ihr keinen Bock mehr habt oder es in mehreren Teilen schauen wollt, dann tut das. Und die zweite Sache, die ich ansprechen wollte, die Daniel auch immer schon in seinen Videos anspricht, das habe ich mir natürlich auch mal angeschaut, meine Analytics. Und ich sehe, dass knapp 60% der Zuschauer nicht meinen Kanal abonniert haben. Also, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, tut es bitte. So als Vorsatz für 2023 Monis Kanal zu abonnieren. Ist auch gar nicht schwer, wenn ihr bereits ein Google-Konto habt. Einfach kann man sich super schnell bei YouTube anmelden und dann einfach auf Abonnieren drücken unten oder auf die Glocke drücken. Und dann verpasst ihr auch keins meiner neuen Videos. Also, wenn ihr das noch nicht getan habt, würde ich mich über ein Abo freuen. So, jetzt starten wir mit dem Jahresrückblick und ich ziehe nur ein bisschen die Gardine vor. Jetzt werde ich nicht so ganz geblendet von der Sonne. Starten wir mit dem Januar. Im Januar sind zwei ganz besondere Sachen passiert oder eigentlich schon drei, wenn man das so sagen möchte. Und zwar einmal als erstes mein 30. Geburtstag. Also wie bin ich ins Jahr gestartet, muss man erstmal so starten sagen. Ganz langweilig mit meinem Freund in der Schweiz. Für mich ist Silvester nicht so ein großes Ding. Und deswegen waren wir nur bei ihm und haben angestoßen und ja, sind dann ins Bett gegangen. Aber das große Highlight war mein 30. Geburtstag hier bei mir zu Hause. Alle meine Freunde sind gekommen und wir haben zusammen gefeiert. Wir hatten einen tollen Abend und ja, ich zeige euch jetzt mal ein paar Eindrücke davon. Daniel hat hier schon verpackt. Aber den Hauptbestandteil habe ich, einen Disney World Gutschein. Der muss jetzt da rein. Jetzt. Da rein. Das ist ja nicht wie viele Kalorien das sind. Ich hab hinten die Kalorien, also die Nährwerttabelle. Da hast du mal ausgedruckt. Nicht ausgedruckt. Allein die Schokotrops, die da drin sind, haben 1500 Kalorien. Nur die Schokotrops. Dazu kommt noch dieser Zucker. Da waren 600 noch irgendwas. Ein Glas Nutella, da habe ich nicht geguckt. Was hat ein Glas Nutella für eine Größe? Ja, welche Größe? Es gibt ja von 350 oder 450. Also ein normales Glas. Birthday to you, happy birthday, liebe Simone, happy birthday to you. Jetzt wünsche ich das auf mehr. Schöner. Ist das wirklich so? Ja. Auf mehr? Ja, M-E-H-R. Das passende Shampoo von Rituals of Mare. Oh, tada! Ich wollte das kurz mich aus der Maschine rauskommen. Geistert hier.
ganz fasziniert. Nina baut jetzt hier langsam auf. Also da ist Licht hinter, Daniel. Ne? Wo ist Licht hinter? Ja, Kevin. Wen haben wir? Das ist Angie, glaube ich, ne? AS bist du, Angie, ne? Hier haben wir Daniel, der hat noch mit Feuerwerk gemalt. Sven. Vivi hat gar nicht unterschrieben. Meins da oben in der Ecke. Das ist abstrakte Kunst. Und hier haben wir das von ein bisschen Nina. Schief, aber wir lieben schief. Nennt mich bitte Daniel, die Weinkönigin. Von Bad Breisig? Die Weinkönigin. Daniel, das mache ich. Simone ist nicht mehr in der Lage, mir das richtig aufzuziehen. Also wie gesagt, ich bin wirklich sehr dankbar für so tolle Freunde. Jetzt muss ich auch mal hier ein Danke sagen an alle meine Freunde, die hier waren und die mich das Jahr natürlich auch begleitet haben. Also ich bin sehr froh, solche Freunde zu haben. Und einige fragen sich auch immer, ne, also wo findet man so Leute? Wie haben wir uns gefunden? Ja, wir haben uns einfach über Instagram kennengelernt, miteinander geschrieben, dann auch mal getroffen. Und dann haben wir gemerkt, es matcht, es passt zwischen uns. Ja, und so sind enge Freundschaften entstanden. Ja, das nächste Highlight im Januar war dann natürlich meine erste Reise nach Orlando. Ja, so lange habe ich drauf gewartet. Es war ja schon während, also ich glaube 2019 oder so, im Herbst war es, glaube ich, geplant. Wir wissen, warum es alles nicht passiert ist. Dann hat mir meine Mama zum 30. Geburtstag diese Reise geschenkt. Ist natürlich ich bin mit meiner Mama geflogen und zwei von ihren Freundinnen, dass sie nicht so alleine ist, wenn ich alleine durch die Parks groove. Ja, also wir sind nach Walt Disney World geflogen für, ich glaube, insgesamt 9 Nächte hatten wir in Walt Disney World und dann waren wir noch 3 Nächte auf der Disney Cruise mit auch einem meiner großen Wünsche und zwar Castaway Key. Also ich zeige euch erstmal ein paar Eindrücke aus Walt Disney World. I'm so glad you all made it to the celebration! So let's take some pictures. Hi, Joy. Yes. How are you today? Hi. Oh, nicht so good. Viel. Oh, es riecht schon. Ich bin gespannt. Boah. Okay. Also am Anfang geht's, aber boah. To Hollywood. But then she's never looked at me that way before. Und während meines Aufenthalts in Walt Disney World habe ich natürlich die Universal Studios in Orlando auch das erste Mal besucht. Und was soll ich sagen, also auch einer
ein mega cooler Park, vor allem dieser Harry Potter Bereich hat mich einfach umgehauen. Die Attraktionen, ach, als Harry Potter Fan wirklich ein Muss. Also wenn ihr immer die Gelegenheit habt, besucht auf jeden Fall die Universal Studios. Und ich würde wahrscheinlich bei meinem nächsten Besuch irgendwann mal auf vielleicht 2 Tage sogar für Universal einplanen wollen. Aber ja, ich zeige euch jetzt natürlich auch noch ein paar Highlights aus Universal. Jetzt seht ihr gleich, der Mann läuft da durch. Ja, und dann das dritte Highlight aus Orlando war natürlich die Disney Cruise von Port Canaveral, das in Florida ist, über, wie hieß denn die zweite Stadt in den Bahamas? Nassau. Castaway Key, und dann sind wir zurückgefahren. Also wie gesagt, 3 Nächte, und das Highlight war natürlich einfach Castaway Key. Ich wäre super gerne einfach dort geblieben, mich irgendwo versteckt im Busch, und leider gibt es da keinen Handyempfang. Aber dennoch eigentlich eine Sache von meiner Bucketlist, und ich möchte irgendwann auf jeden Fall nochmal hingehen, weil wir hatten nicht so warmes Wetter. Also es ging gerade, ich habe mich gerade so getraut, schnorcheln zu gehen, aber es war wirklich eiskalt. Aber auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Und ich freue mich schon auf meine nächste Disney Cruise, die leider noch nicht geplant oder gebucht ist, aber ich werde definitiv irgendwann wieder eine Disney Cruise machen. Thank you. How are you today? It's a windy day, right? Oh yeah. Guck mal, ihr seht die süßen Outfits an. Ja, und dann im Februar, da bin ich ja zurückgekommen, ich glaube, das war irgendwie Anfang Februar, und dann gab es nur noch einen Disneyland Paris Besuch. Das war, glaube ich, auch der letzte, den wir mit Maske gemacht haben. Das war mit Brina und Nina damals. Ich glaube, Daniel war auch dabei, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber es war jetzt kein besonderer Disneyland Paris Besuch. Wir haben uns einfach, ich glaube, es war ein Valentinstag, ich weiß noch, wir haben Bilder mit Valentinstags-Cookies gemacht und sowas. Also, weiß nicht, spektakuläres, einfach ein normaler Disneyland Paris Besuch im Februar. Und da seht ihr jetzt auch ein paar Eindrücke von. Renoviert, und man weiß ja auch nicht, wann es wieder aufmacht. Aber dafür hat das Disneyland Paris hier schöne Baustellenwände hingestellt. Hi Pluto, how are you today? All good? Did you had already breakfast? Ich hätte draus machen können. Naja, lassen wir uns überraschen in 3 Wochen, was hier dann für Figuren stehen werden. Auf der anderen Seite stehen noch mehr Kugeln. Und hier auf der anderen Seite, in der Nähe vom Plaza Garten, seht ihr weitere. Im März ging es dann wieder ein bisschen eventreicher weiter mit ganz, ganz vielen tollen Sachen. Und zwar natürlich zu Beginn des Märzes mit dem 30. Geburtstag vom Disneyland Paris. Die Feierlichkeiten haben begonnen. Natürlich waren wir auch vor Ort und haben euch mitgenommen mit der Kamera
Und das war wirklich was ganz Besonderes dieses Jahr. Also der 30. Geburtstag im Disneyland Paris, da hat Disney wirklich einen rausgehauen mit Delight, der Drohnenshow abends und auch Dream and Shine Brighter, der neuen Show-Parade-Mix. Also diese Stimmung auf dem Central Plaza, wenn die Show läuft, jedes Mal catcht es mich aufs Neue. Ich kann sie 5-mal am Tag gucken und freue mich wieder, wenn es am 9. März los... 9. März, sag ich schon. 9. Januar wieder losgeht mit Dream and Shine Brighter in voller Version. Im Januar werde ich es leider nicht sehen können, aber wenn wir zu Brinas Geburtstag im Februar sind, freue ich mich schon wieder auf die Show und die dann bis zum 30. September nochmal in vollen Zügen zu genießen, weil so lang laufen noch die Feierlichkeiten vom 30. Geburtstag. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, unbedingt das Disneyland Paris zum 30. Geburtstag nochmal besuchen, nächstes Jahr. Ich muss immer gucken. Also das Video lade ich ja am 31. hoch. Deswegen noch nächstes Jahr. Außer ihr guckt es schon 2023, dann ist es dieses Jahr. Ja, also jetzt seht ihr ein paar Eindrücke. Wir hatten ein super tolles Wochenende wieder zum 30. Geburtstag. Hatten mega viel Spaß und ich schaue gern auf dieses Wochenende zurück. Euro, gibt keinen Jahreskartenrabatt, gibt es mit Sahne oder Nutella und mit Marshmallows und hier so einer kleinen Schokolade. Waren wir im März auch noch zur Eröffnung des Europaparks, zur Saisoneröffnung und zu Josephines Zauberfahrt. Ich glaube, so hieß die neue Attraktion. Diese Dschungelattraktion wurde ja umthematisiert, ein bisschen umgebaut zu Josephines Zauberfahrt. Und da sind wir dann hingefahren und haben uns das ganze Spektakel natürlich auch angeguckt. Das war aber auch mein einziger Besuch im Europapark dieses Jahr. Ich weiß nicht, ich wäre nochmal zur Weihnachtssaison gern hingefahren, aber es hat sich einfach nicht ergeben. Vielleicht nächstes Jahr fahren wir öfter, weil ich habe es jetzt auch nicht mehr so weit von der Schweiz zum Europapark. Es sind nur 2 Stunden für mich. Und meine neue Freundin Vicky, meine Arbeitskollegin, liebt auch Freizeitparks und auch den Europapark. Vielleicht fahren wir das eventuell das ein oder andere Mal zusammen hin. Aber ja, einmal waren wir im Europapark und davon seht ihr jetzt auch ein paar Eindrücke. Um pünktlich hier zu sein, freue mich, um Ihre Treue, ich freue mich, dass Sie da sind. Sympathische Menschen. Hier leben wir auf einem Mini-Globus, muss ich sagen. Und das letzte Event im März war Ende März und zwar das erste und einzige Annual Pass Event 2022. Ja, es gab ein Jahreskarten-Event zum 30. Geburtstag, da war ich dann mit der Nina und wir hatten einen tollen Abend. Wie immer ist es chaotisch bei diesen Jahreskarten-Events. Nichts läuft nach Plan, super lange Schlangen bei den Charakteren. Die Shows waren wirklich toll, also die haben mir gefallen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einen Charakter getroffen haben. Also am Anfang haben wir Charaktere gesehen, aber ich glaube, ich erinnere mich nicht mal. Wenn es euch interessiert, schaut gerne mal das Video. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass Disneyland Paris für September noch ein Jahreskarten-Event announced hat. Also, wie heißt es denn jetzt? Nicht announced, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Angekündigt hat. Genau,
Aber irgendwie ist es nicht, hat es nie stattgefunden. Also irgendwie dieses Jahreskarten-Event im September wurde da einfach unter den Tisch gekehrt und wurde gesagt, es findet kein, also es wurde nicht mal gesagt, es findet keinen statt, sondern es wurde gar nichts gesagt dazu. Also wie gesagt, deswegen war das das erste und einzige Event 2022. Es gibt ja jetzt schon so Teaser-Posts von Disneyland Paris auf der Jahreskartenseite auf Instagram, die ein neues Event, und zwar das 10. Jahreskarten-Event, anteasern, wo auch der Jungle Jive wohl zurückkommt und so weiter. Mal gucken, wann es stattfindet, ob ich hingehe, keine Ahnung, weil diese Jahreskarten-Events sind ja oft freitags, abends. Und für mich wird es halt super schwierig, dann da hinzukommen, weil sonst müsste ich mir extra einen Tag frei nehmen. Mal gucken, ich kann mir Überstunden nehmen oder so. Mal sehen. Also da verspreche ich nichts, ob ich da hingehe. Aber halte ich euch natürlich immer auf Instagram auf dem Laufenden. So, ja, und das war der März. Und jetzt seht ihr noch ein paar Eindrücke vom Jahreskarten-Event. Ja, Mini, Pluto, alle sind sie hier und begrüßen uns. Es hat ja keinen Sinn, doch liegt da das Gaudium in diesem Unsinn drin. Rutschen wir weiter in den April. Und im April waren wir am Anfang erstmal beim Eifelpark Saisonstart. Und ja, Eifelpark war immer ein Besuch wert. Wir waren auch öfter im Eifelpark dieses Jahr. Ihr wisst alle warum. Und da seht ihr jetzt auch ein paar Eindrücke von. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt kommt dazu, ja, Wasser. Ja, ja. Super, den Gartenschlauch. Ganz einfach, nein, kein Gartenschlauch. Nein. Wasser haben wir in dieser Flasche. Selbes Szene wie vor zwei Jahren. Sven, machst du da ein Foto? Man, der hat keinen Bock. Ja, und dann war es soweit. Der große, der wirkliche Geburtstag vom Disneyland Paris am 12. April 2022. Und das ist auch ein Tag, der mir lange in Erinnerung bleiben wird. Also auch diese paar Tage, ich weiß gar nicht, wir waren von Sonntag, glaube ich, bis Dienstag oder Mittwoch da mit Brina und Nina. Und Daniel kam dann auch noch am 12. April mit Sven. Und die Stimmung war jetzt vor den Gates, als wir gewartet haben. Wir sind sehr früh aufgestanden, haben sehr lange vor den Toren gewartet, weil der Park erst um 10 Uhr für alle eröffnet hat, soweit ich das mich erinnern kann. Und wir standen, glaube ich, schon seit 8 Uhr da. Und ja, so viele Menschen haben gewartet, dass die Tore sich öffnen. Wir waren relativ weit vorne. Es wurde gesagt, es findet keine Eröffnungsshow statt. Aber dennoch, als wir reinkamen am 12. April, die Cast-Member standen am Eingang, also auf der Main Street, komplett die Main Street hoch, haben gejubelt mit den Fähnchen. Jeder hat ein Fähnchen bekommen und das war tatsächlich ein sehr besonderer Tag, das zu erleben, den richtigen 30. Geburtstag vom Disneyland Paris. Es gab dann noch ein Panel, wo wir waren im Hotel New York, wo dann die Imagineers gesprochen haben, das Inside Ears-Team wurde da eingeladen. Und ja, und dann waren wir auch noch im Auberge essen. Auberge de Cendrillon. War ich da schon mal vorher eigentlich essen? Ich glaube tatsächlich nicht. Das war mein erstes Mal, soweit ich mich erinnere. Ich weiß gar nicht mehr. Also ich glaube, das war mein erstes auch mal, das erste Mal im Auberge de Cendrillon. Und es war auch ein ganz, ganz tolles Essen. Eine Followerin hat mir geschrieben gehabt, weil wir ja keine Reservierung bekommen haben, dass sie die Reservierung nicht wahrnehmen möchte und wir dann dort durften wir den Platz einnehmen und da bin ich sehr dankbar für. Und das Essen war exzellent, wir hatten eine super Interaktion mit den Prinzessinnen und ja, war auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Abschluss für diesen besonderen Tag. Und an dem Wochenende waren wir auch, glaube ich, das erste Mal im Waltz, oder es war kein Wochenende, es war bei dem Trip. Und das war auch mein erstes Mal im Waltz-Restaurant. Also ganz, ganz tolle Sachen im April passiert und da zeige ich euch jetzt noch ein paar Eindrücke vom 30. Geburtstag selbst und auch von den Restaurantbesuchen. Ja,
M-O-U-S-E-K-E-Y-M-O-U-S-E. So hey there, hi there. Und ich habe Chicken Pot Pie. Ich weiß auch nicht, was da alles noch drin ist. Ich bin sehr gespannt. Mit Gemüsesalat. Und die beiden Mädels haben... Dessert ist da und wird hier so schön serviert in einer schönen Glaskuppel. With your prince? Oh, say yes, of course. We have to find another one. Yeah. There are enough pumpkins probably, right? In the garden. Beignets, of course. But here there's difference. There's a French beignet and an American beignet. Ich habe den Lava Cake, den sieht man jetzt hier nicht drunter. Hier haben wir den Birthday Cake, den hatten wir schon im Waltz. Und die Nina und die Brina haben das Cinderella Dessert mit dem Glasschuh. Und heute gibt es speziell einen I Was There Schokoladenchip-Ding. Im Mai ging es dann weiter und zwar nach London. Ja, ich bin mit Daria nach London geflogen. Das hatten wir uns, glaube ich, weiß gar nicht wann überlegt. Aber wir planen eigentlich immer ein bis vielleicht zwei Reisen zusammen im Jahr. Entweder ein bisschen länger oder halt so Städtetrips. Ich weiß gar nicht, was wir... letztes Jahr waren wir im Efteling zusammen. Wir waren auch schon zusammen in Amsterdam, in Lissabon, in Kroatien. Also wir machen eigentlich jedes Jahr irgendwas zusammen. Und ja, dieses Jahr war es dann London gewesen. Für, 3 Tage waren wir da, von Freitag bis Sonntag. Und haben natürlich ganz, ganz tolle Sachen erlebt. Und mein Highlight war natürlich ein Besuch in den Harry Potter Studios. Wir sind beide große Harry Potter Fans, fliegen jetzt auch zusammen nach Hamburg für das Harry Potter Theater. Und planen auch schon vielleicht die Harry Potter Exhibition in Wien zu besuchen, wo es ein bisschen schwierig ist von den Terminen, weil es gibt nur noch Sonntagsplätze und die Rückreise sonntags wäre ein bisschen problematisch. Aber es will wohl auch eine in Paris geben, nur da weiß ich leider nicht, ob es auf Französisch sein wird, weil das wäre natürlich mega blöd. Dann würden wir natürlich da nicht hingehen, also mal gucken, ob wir vielleicht nächstes Jahr nach Wien zusammenfahren. Wir planen natürlich auch nochmal London nächstes Jahr mit Brina und da schließt sich vielleicht Daria dann auch nochmal an oder sehr wahrscheinlich. Also mein Highlight, die Harry Potter Studios, aber wir haben auch viel andere Sachen erlebt in London. Wir haben eine Free Walking Tour gemacht, eine Harry Potter Tour und geshoppt, London erlebt. Also London ist immer einen Besuch wert, eine meiner Lieblingsstädte und da seht ihr jetzt auch ein paar Eindrücke. Ja, und was soll ich sagen, im Mai haben wir dann angekündigt mit Brina, dass wir dann nochmal zusammen im September nach WDW fliegen. Ja, mein zweiter WDW-Besuch in 2022, schon crazy, wenn man das so sich darüber nachdenkt, dass ich zweimal im Jahr 2022 nach WDW geflogen bin. Ich kann euch sagen, nächstes Jahr, vielleicht wird es ein anderer Disney-Park, aber nicht WDW. Mal gucken, aber da schwirren nur bisher Gedanken in meinem Kopf. Und ist noch nichts gebucht oder steht noch nichts fest. Ja, also das war die Ankündigung, die haben wir im Mai gemacht. Da zeige ich euch jetzt keine Eindrücke, weil wir haben einfach nur gequatscht. Und dann natürlich gab es im Mai einen Disneyland Paris Besuch, aber der war jetzt unter keinem Motto. Es war nichts Spektakuläres. Einfach ein tolles Wochenende wieder mit Freunden erlebt und da zeige ich euch auch ein paar Eindrücke von. Look at you! But why are you yellow shoes? I have yellow shoes. Thank you.
Im Juni ging es dann weiter mit einem Event im Disneyland Paris, und zwar dem Pride Event. Auch ein toller Abend mit lieben Menschen. Nina, Daniel war dabei, Brina und ganz, ganz viele von euch haben wir dort gesehen. Und ja, das Pride Event ist natürlich immer sehr, sehr teuer. Und ja, muss man wissen, ob das so sein, so ein Ding von euch wäre. Charaktere haben wir, glaube ich, gar keine getroffen. Die Parade war super schön. Mika hat gespielt, das war ein Highlight für Daniel und mich. Wir haben unseren Song gefunden. Underwater, underwater. Daniel, ne? Du erinnerst dich? Brina fand Mika gar nicht so toll. Aber ist natürlich alles Geschmackssache, ja. Und davon zeige ich euch jetzt auch ein paar Eindrücke. Brina sagt ja. Wir haben sie noch nicht probiert. Auf jeden Fall sehen sie schon mal sehr lecker. Im Juni ging es dann weiter mit Eifelpark und der Eröffnung des Platzhirsches. Ja, da haben wir den Eifelpark wieder besucht und bin das erste Mal so ein Mega-Drehding gefahren. Ich weiß jetzt den Fachbegriff leider nicht. Es tut mir leid. War sehr intensiv für mich, die Erfahrung. Und ich glaube, seit diesem Tag bin ich, glaube ich, nicht nochmal Platzhirsch gefahren. Aber seht selbst. Und zwei weitere Parks haben wir dann auch noch im Juni besucht, und zwar einmal den Efteling mit Brina und Sinan und auch den Safari-Park, der in der Nähe vom Efteling ist. Also wir hatten einen Tag, wir waren am Samstag im Efteling und am Sonntag dann im Safari-Park. Im Safari-Park hatten wir leider nicht so schönes Wetter. Im Efteling hatten wir, soweit ich mich erinnern kann, schon gutes Wetter. Wir sind also ich bin nicht so klitschnass geworden bei der Wasserbahn, aber ich weiß, dass Sinan und Brina, jetzt ist mein Zettel runtergefallen, richtig nass geworden sind. Und wir hatten wirklich einen tollen Tag auch im Efteling verbracht und auch im Safari-Park. Hi! Und das letzte Highlight im Juni, ja, im Juni ist irgendwie ganz schön viel passiert, also weiß gar nicht, jedes Wochenende ist irgendwas, hat irgendwas stattgefunden. Ja, Ninas Junggesellenabschied war dann auch noch im Juni, wo Brina und ich dann natürlich auch da waren und auch ein bisschen gevloggt haben, deswegen zeige ich euch da auch ein paar Eindrücke. Wir hatten auch einen tollen Tag, wir hatten so eine Schnitzeljagd gemacht durch die Stadt Frankfurt. Nina hatte dann eine pinke Limousine, in der wir auch so ein bisschen Party gemacht haben. Und dann ging es abends noch nach Frankfurt, wo wir gegessen haben in so einem griechischen Restaurant und danach auf den Tischen getanzt haben. Das ist ein Herz, Nina. Ein Herz. Ah, oh. Wo? Wenn du hier stehst, stell dich mal hier hin. Komm. Liebe Gäste, liebe Mitfahrende, liebe Braut, ein Hoch auf dich. Let it go. Ja. Driving around, singing songs way too loud, because we wanna party all night long, and we don't need no chaperone. Im Juli ging's dann aufregend weiter. Ganz, ganz viele
Highlights. Und zwar einmal der Muddy Angel Run in Zürich. Ja, Brina und ich sind haben uns beim Muddy Angel Run angemeldet, was uns auch in den Sinn gekommen ist. Keine Ahnung. 5 Kilometer durch den Matsch und Schlamm. Natürlich gibt es hier auch davon ein Video. Wenn ihr seht, wie wir uns dreckig gemacht haben, dann schaut auf jeden Fall in diesem Video vorbei. Es hat Spaß gemacht, es war anstrengend. Wir hatten zum Glück mit dem Wetter. Und das war auch so ein crazy Wochenende, weil wir sind direkt dann nach dem Muddy Angel Run Richtung Paris gefahren für die Inside Ears Eröffnung von dem Avengers Campus. Aber ich zeige euch erstmal ein paar Eindrücke vom Muddy Angel Run. Körperpeeling. Im Wellnesshotel zahlst du dafür für ein Schlammbad Geld. Wir haben es kostenlos dabei. Ja, und da habe ich ja schon gesagt, die Avengers Campus Eröffnung. Und da war wirklich, also der Juli war crazy für uns, weil wir sind natürlich erstmal nach dem Muddy Angel Run zu der Inside Ears Pre-Opening. Genau, es war Pre-Opening für Inside Ears Members. Da waren wir dabei. Da gab es auch wieder so ein Panel in den Studios und dann durften wir einer der ersten den Avengers Campus erleben, durften die Snacks probieren und das war wirklich, und das Essen, das war wirklich auch ein großes Highlight. Und sind dann an dem Tag oder einen Tag später, ich glaube, es war derselbe Tag, dann wieder nach Hause gefahren, weil es war tatsächlich, glaube ich, der Sonntag. Ja. Darauf das Wochenende sind wir dann wieder hingefahren, weil da dann die Pre-Openings für die Jahreskarteninhaber war, wo wir dann auch Tickets hatten und auch Daniel dann das erste Mal dabei war bei der Eröffnung vom Avengers Campus. Aber das waren alles auch noch Soft-Openings, also die offizielle Eröffnung war da noch gar nicht. Das war alles diese Pre-Openings für Jahreskarteninhaber, für Inside Ears und so weiter. Und dann kam die offizielle Eröffnung, wo wir dann auch mit Brina hingefahren sind für einen Tag, weil das war unter der Woche. Also wir sind, glaube ich, dienstagsabends hingefahren nach der Arbeit und haben dann gesagt, okay, wir fahren dann, machen die Eröffnung mit und fahren dann nachmittags wieder nach Hause, weil wir natürlich am nächsten Tag wieder arbeiten mussten. Aber nein, wir waren, und dann während des Tages kamen dann so die Gerüchte und man hätte immer mehr gehört, dass auf jeden Fall abends dieses spektakuläre Drohnenfeuerwerk im Avengers Campus stattfinden wird, was nur, glaube ich, bei der Inside Ears, also bei dieser, es gab für alle Inside Ears die Eröffnung und am Samstag gab es eine Inside Ears Pre-Party, wo nur ein paar Leute eingeladen wurden und da wurde dieses Feuerwerk als erstes gezeigt, was so cool aussah mit den Drohnen und so weiter. Und dann gab es die Gerüchte, dass es auch an diesem offiziellen Eröffnungstag stattfindet. Also das hat bisher nur 2 oder mittlerweile 3-mal stattgefunden. Und dann haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, wir bleiben bis zum Feuerwerk und fahren danach noch 5 Stunden mitten durch die Nacht nach Hause und müssen am nächsten Tag wieder arbeiten. Also manchmal haben wir wirklich crazy Ideen, aber wir haben es durchgezogen, wir haben uns das Feuerwerk angeguckt, wirklich eins der Mega-Highlights dieses Jahr. Ich bin so froh, dass wir das gemacht haben und dann ich war glaube ich um 6 Uhr morgens zu Hause, hab 2 Stunden mich nochmal hier auf die Couch hingelegt und dann angefangen, ich war zum Glück im Homeoffice, Brina hatte das Glück nicht, und hab dann gearbeitet. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und von der Eröffnung vom Avengers Campus seht ihr jetzt meine Highlights. Hi! Natürlich ist es mit Dings, aber hier seht ihr mal. Eigentlich ist es schon richtig geil. Sekunde, occupez toutes les places disponibles. You'll be joining us on the mission. Tony's built the transmitter. Hi! Back! How amazing is your new attraction? This is so cool. Mrs. Dodge built this so we can all train together. Hi!
Der Juli war geprägt von Highlights, denn dann war auch meine oder unsere erste Übernachtung in einem Freizeitpark. Ja, davon gibt es auch ein Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben im Eifelpark übernachtet zu Daniels Geburtstag. Das war auch eine spektakuläre Nacht. Wir sind abends durch den Wald spaziert, im Dunkeln mit Taschenlampen und haben dann irgendwie die Rehe gesehen. Es war schon ein bisschen gruselig. Wir haben Pizza bestellt und ja, wie gesagt, auf Pritschen dann in diesem Eifelpark übernachtet. Es war kalt. Wir hatten Schlafsäcke, aber es war trotzdem. Und dann morgens aufgewacht in der Natur. Es war alles so klamm gewesen. Wir hatten natürlich auch keine Zelte oder so. Wir haben einfach unter freiem Himmel geschlafen. Also es war, wir haben wenig Schlaf bekommen. Es war eine sehr interessante Experience. Und ja, man kann natürlich nicht immer behaupten, oder nicht jeder von sich kann behaupten, dass er mal in einem Freizeitpark übernachtet hat. Ich werd hier. Warum? Die machen doch nichts. Daniel hat so richtig Angst. Das ist ja mein Sternzeichen. Wir sind eine Familie. Daniel, ich werde nachschauen. Okay, kannst du gleich mitkommen. Hat's locken. Muss der auch auf Klo. Der Hund geht mit. Und jetzt? Und dann nach der Übernachtung im Freizeitpark haben wir gemütlich in Trier gefrühstückt und sind dann zum Battle Kart nach Trier gefahren. Und das war auch ein super spaßiges Erlebnis. Also Battle Kart kann ich jedem empfehlen in Trier. Es gibt auch mehrere Standorte, also wenn ihr googelt da einfach mal. Es hat so viel Spaß gemacht. Das ist im Prinzip, fährt man auf so, ich weiß, sind das Karts? Ja, es sind Karts. Und man fährt dann so Wege lang, die auf dem Boden projiziert sind. Man sammelt Punkte. Es gibt auch ein Snake-Spiel. Also schaut euch das Video davon an. Das habe ich hier auch hochgeladen. Und es hat wirklich so viel Spaß gemacht. Ja, im August ist dann, waren wir bei der Glow in Essen mit Prina und Daria. Da waren wir dann 2 Tage auf der Glow, haben einiges abgestaubt an Kosmetik. Da gibt es auch ein Haul bei mir. Es gibt Vlogs zur Glow. Also schaut da gerne mal rein, wenn es euch interessiert. Wir wissen noch nicht, ob es nächstes Jahr eine Glow geben wird, wo die stattfinden wird. Wenn, dann wahrscheinlich werden wir auch wieder hinfahren. Dankeschön. Und muss Limbo machen. Dann wollte ich eigentlich im August, hatte ich eigentlich geplant, nicht ins Disneyland Paris zu fahren, weil wir im Juli ja gefühlt, ich glaube, 3-mal da waren. Habe ich gesagt, okay, machen wir im August eine Pause. Aber dann wurde die Princess Week angekündigt und da dachte ich, mit Daniel und Sven, mit dem Prinzen, muss ich doch ins Disneyland Paris fahren zur Princess Week. Und dann sind wir, glaube ich, an einem zweiten Wochenende, weil die Princess Week, also mich fragen immer auch viele, wann ist die Princess Week? Die letzten 2 Male, weil sie hat bisher nur stattgefunden 2-mal, war es immer im letzten Augustwochenende. Also in der letzten Augustwoche. Und waren 2 Wochenenden. Wir waren an dem letzten Wochenende da, soweit ich mich erinnern kann. War jetzt kein mega, nicht mega spektakulär. Es gab eine Parade und es gab eine Aurora-Show, wo Aurora um dieses Schwert getanzt hat mit ihren Typsis da. Sah ein bisschen aus wie der Hexentanz ums Feuer rum. War jetzt nicht das Mega-Highlight, aber für alle Prinzessin-Fans natürlich ein Muss. Und davon zeige ich euch jetzt auch ein paar Eindrücke. Oh mein Gott, oh, I can't believe it. Das ist wahrscheinlich wie die andere Mus, die Daniel immer vergeblich sucht. Aber heute kann er nichts mehr essen wegen dem Frühstück und deswegen kann er die Mus heute wieder nicht essen. Den Charlotte Cake. Ich zeige euch den auch gleich mal, wenn wir den aufgeschnitten haben, wie er von innen aussieht. Ich habe keine Ahnung, wie er schmeckt.
Ja, und dann war Ninas Hochzeit. Wir haben eine Junggesellenabschied gefeiert und dann war Ninas Hochzeit. Davon zeige ich euch jetzt keine Eindrücke. Wir haben es zwar mitgefilmt, das war aber für Nina persönlich. Und war auch ein toller Tag für Nina auf jeden Fall. Wir haben alle Eindrücke für sie festgehalten und hat natürlich auch gemeinsam einen schönen Abend. Geht's weiter in den September rein. Und im September sind wir natürlich dann auch schon nach WDW geflogen. Aber vorher war noch was ganz Besonderes und zwar Disneyland Paris mit Daria. Ja, Daria war nach 12 Jahren auch mal wieder mit im Disneyland Paris. Und wir sind ganz, ganz viele Attraktionen gefahren mit ihr, weil sie wollte natürlich ganz, ganz viel fahren. Da mussten wir die Zeit natürlich nutzen. Sind Attraktionen gefahren, vor allem aber am Samstag, am Sonntag dann leider nicht mehr so viele, weil die Wartezeiten schon extrem hoch waren. Aber es war natürlich ein tolles Wochenende. Sven war dabei, Daniel, Brina und Daria und wir hatten wirklich wieder super viel Spaß. Da ist ein Hidden Mickey. Du kennst die Chanson Perroquet? Chante avec nous, s'il te plaît. Dann kriegt man ihn wahrscheinlich in die Theke geschmissen. Aber bei mir ist Popcorn drauf. Oh mein Gott. Hi Ferkel! Ah, Piglet, sorry, Ferkel ist German. Und dann kurz vor WDW sind wir dann nochmal in den Eifelpark gefahren zum Eifelparkleuchten. Der Park wird abends mit schönen Lichtern erleuchtet und sieht wirklich wunderschön aus. Und da zeige ich euch jetzt auch ein paar Eindrücke. Ja, und dann kam es, der zweite WDW-Besuch für 2022. Der ging natürlich dann auch in den Oktober rein. Also WDW nochmal. Natürlich, wir haben Universal besucht. Wir hatten ein ganz besonderes Highlight, den Hurricane Ian, wo wir 2 Tage lang eingesperrt waren. Also eingesperrt waren, mussten im Hotel bleiben, hatten eine Art Ausgangssperre. Also wir durften uns im Hotel bewegen, aber die Parks hatten 2 Tage geschlossen. Und waren sozusagen gezwungen, im Hotel zu bleiben. Aber es war mir ganz gelegen, denn genau die 2 Tage war ich wirklich extrem krank. Mit Fieber, mit allem drum und dran, was man so erleben konnte, hat es mich erwischt. Und deswegen war ich ganz froh, dass für mich persönlich Hurricane Ian da war, weil ich hätte auch nicht in die Parks gehen können. Ja, aber WDW, wir waren 2 Wochen dort. Wir haben alles Mögliche erlebt. Wie gesagt, Hurricane Ian. Wir waren in den Universal Studios, haben alle Parks mindestens 2-mal besucht und ja, war eine sehr anstrengende Zeit. Wir waren am Ende fix und alle und waren froh, wieder nach Hause zu fliegen. Aber mein 2. WDW-Besuch mit Brina und Sinan und ein paar Eindrücke zeige ich euch jetzt. Also hier sieht man jetzt auch in unserem Resort so ein bisschen Zerstörung. Da ist ein Baum umgekippt, abgebrannt. On behalf of all Zandarians, I hope you have enjoyed exploring the wonders of Zandar. Today. Good? So nice to see you here. Who picked these 2 droids anyway?
Really do. I ask you to refrain from interrupting me, young man. You're not even dressed. Ja, wir sind ja dann Anfang Mitte Oktober dann wieder zurückgekommen. Dann war auch nicht mehr so viel drin im Oktober, denn natürlich musste ich Disneyland Paris zur Halloween-Season auch einmal besuchen. Das habe ich dann mit Brina und Nina gemacht. Dani war nämlich vorher schon da. Deswegen einmal Disneyland Paris zur Halloween-Zeit, auch einer meiner liebsten Seasons im Disneyland Paris und leider mein einziger Besuch zur Halloween-Zeit im Disneyland Paris, weil zu Halloween selbst war ich dann auch nicht mehr da. Das kommt dann nochmal gleich. Und ja, aber wir hatten wirklich Spaß, wir haben alle Snacks probiert, wir haben Charaktere getroffen und ja, Disneyland Paris zur Halloween-Zeit ist immer ein Highlight. Chippendale, how are you? You look so blauen Himmel, also ist ja der Wahnsinn. Und jetzt kommt die... How are you today? Yes, we all. Woohoo! Beautiful! That's more! Beautiful! That's me! Und mein einziges, wenn man das so sagen kann, Horror-Event 2022 war die Hallow Nights im Eifelpark. Da habe ich meine einzigen drei Maces besucht dieses Jahr. War in Ordnung, ich habe es überlebt, das ist ja nicht so mein Ding. Ansonsten habe ich keine anderen Halloween-Events besuchen können im 2022. Da war letztes Jahr, 2021, viel mehr drin. Aber es war halt wegen WDW und ich bin dann nach Thailand geflogen. War halt einfach nicht mehr viel drin. Aber ich muss sagen, das Halloween-Event im Eifelpark letztes Jahr, 2021, hat mir um Längen besser gefallen. Lina? Darf ich zu schnell? Nee. Ich hab Hunger! Ich auch! Was gibt's denn? Augäpfel. Oh, geil! Ja, da habe ich schon erwähnt, wir sind am 30. Oktober nach Thailand geflogen. Mit meinem Freund zusammen. Und da waren wir natürlich bis November rein. Wir haben Halloween dort verbracht, haben 8 Tage die Zeit miteinander genossen, die Sonne, den Strand und war wirklich ein ganz, ganz toller Urlaub im Robinson Club Khao Lak. Und da zeige ich euch natürlich auch ein paar Eindrücke. Wie gesagt, wir haben einfach entspannt die Zeit zusammen genossen, gut gegessen und einfach nur relaxed. Auf dem Meer. Schon krass, das Sofa. Ein Chocolate Cake. Hier gibt es so Finger mit. Ja, und auf der anderen Seite, wenn man da langläuft, gibt es auch noch Hotels. Strand, alles sehr nah beieinander. Und hier kann man halt schön aufs Meer gucken. Dann hat natürlich die Christmas Season im November im Disneyland Paris angefangen und da waren wir natürlich auch dann zum Saisonstart mit Nina und Brina wieder, weil Daniel war noch auf seiner Kreuzfahrt unterwegs in der Karibik. Er ist ein bisschen später gefahren und wir haben im November 2-mal den Park besucht, dann am Ende nochmal mein letzter Besuch aus Deutschland mit Daniel und Sven zusammen und wir hatten
die beiden Wochenenden waren wirklich super schön während der Christmas Season. Wir haben wieder alle Snacks probiert, die man probieren konnte, Charaktere getroffen und einfach die Christmas Season genossen. Obwohl, ich muss sagen, die Christmas Season dieses Jahr ein bisschen enttäuschender war, weil irgendwie nicht so viel geboten wurde. Also es gab nur irgendwie nur die, klar, es gab die Parade und es gab nur diese eine Show, aber es liegt natürlich am Mitarbeitermangel aktuell, am Personalmangel, dass nicht mehr Shows aufgeführt werden können, aber ist natürlich trotzdem mega schade. Aber wir machen immer das Beste draus, wir genießen die Zeit immer zusammen, auch wenn wir meckern in den Videos. Wir sind halt ehrlich und sagen unsere Meinung, aber wir besuchen trotzdem immer sehr, sehr gerne das Disneyland Paris, auch wenn wir über dies oder jenes auch mal meckern sollten. How are you? You look so festive. I love your Christmas outfit. Vous êtes prêts, les amis? Can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around. Hello. Ja, und dann war im November war mein letzter Arbeitstag dann in Deutschland. Ich habe DHL Express hier verlassen und habe einen neuen Job angefangen in der Schweiz. Bin jetzt gerade ja so im Umzugsmodus, also ich habe noch keine Wohnung oder so, aber ich packe hier schon mal alles zusammen, weil wenn ich dann eine Wohnung finde, dann und ich kann jetzt auch nicht hier immer so oft so herkommen, also ich versuche jetzt einmal im Monat immer hier zu sein, um dann meine Familie zu besuchen und auch hier weiter was zusammenzupacken. Aber ja, mein letzter Arbeitstag in Deutschland, es gab eine Verabschiedung, ich habe ein Abschiedsgeschenk bekommen und war natürlich schon traurig, dass, also es war, ich habe sehr, sehr lange in diesem Konzern gearbeitet, in verschiedenen Divisionen. Und wenn man so lange dort ist, dann ist es natürlich, fällt der Abschied einem wirklich ein bisschen schwer. Ich bin jetzt aber auch nicht die Person, die immer so in der Öffentlichkeit so seine Gefühle preisgibt und sagt und irgendwie, keine Ahnung, Tränen verdrückt oder so. Also es war schon traurig, aber ich hatte ein weinendes und ein lachendes Auge, denn ein neuer Abschnitt im Dezember hat dann begonnen. Und zwar mein neuer Job und in einem neuen Land. Ich habe meine Arbeit eigentlich schon mein Traumberuf in der Schweiz angefangen, und zwar als Social Media Manager. Und ja, der erste Monat ist sozusagen schon vorbei. Ein Monat der Probezeit überstanden. ja, und was soll ich sagen? Es macht mir Spaß. Die Firma ist super. Wir waren jetzt auch im Dezember, also ich bin jetzt einfach mal in den Dezember jetzt gerutscht. Wir waren jetzt im Dezember in London als Weihnachtsfeier. Anstelle von 2 Tagen wurden es 4, weil unser Flug storniert wurde. Und wir gezwungenermaßen leider 2 Tage länger in London bleiben mussten. Sehr, sehr schade. Also wie gesagt, mein zweiter Besuch in London dieses Jahr. London immer ein Besuch wert. Auch während der Weihnachtszeit die Lichter in London. Super, super schön. Also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, auch mal London während der Weihnachtszeit zu besuchen. Shopping und so weiter. Wir haben Frozen Musical geguckt und ich bin mit Vicky noch enger zusammengeschweißt, ja, meine neue Arbeitskollegin und Freundin, kann man schon so sagen. Wir haben auch schon einiges für 2023 geplant. Also London hat uns nochmal enger zusammengeschweißt, wir haben uns besser kennengelernt und wissen, wir haben dieselben Interessen, wir schweben auf derselben Wellenlänge und irgendwie war das auch Liebe auf den ersten Blick, wenn man das so sagen kann. Ja, also wie gesagt, Dezember ist sonst nicht viel passiert. Ich musste mich in dem Job einleben, in den neuen Land einleben. Muss dann demnächst jetzt mal gucken, nach Wohnungssuche gehen. Vor Weihnachten lief da nicht so viel. Also es wird auf jeden Fall 2023 spannend werden. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar Eindrücke noch von London, von der Schweiz, vom Jobwechsel und so weiter. Dazu seht ihr dann morgen mehr. Jetzt geht's erstmal ins Auto. 6 Stunden Fahrt stehen vor mir, ohne Stau. Mal sehen. You could lie. Lying only buys you so much time. You could hurt. But hurting's never gonna make.
Ja, und das war mein Jahr 2022. Sehr, sehr viel passiert, neuen Job, super viele Parks besucht, super viele Länder bereist. Ja, das ist so mein Ding. Also diese Trips und dieses Reisen, das ist genau mein Ding. Und ich weiß, 2023 wird nicht unspektakulärer werden. Also natürlich werden wir weiter das Disneyland Paris besuchen. Wir werden nach Tripsdrill fahren, denn Daniel hat ja noch Geburtstagstickets von uns geschenkt bekommen. Also wir werden das Tripsdrill besuchen. Vielleicht ein oder andere Europaparkbesuch. Ansonsten Fernreisen, noch nichts Festes geplant, nur was in meinem Kopf, was so rumschwirrt. Aber da werde ich euch auf jeden Fall immer auf dem Laufenden halten, hier und auch auf Instagram. Ja, ich freue mich aufs Jahr 2023. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was euer Highlight für euch persönlich war 2022, was euch bei mir 2022, was euer Highlight bei mir auf meinem Kanal 2022 war. Und vielleicht Wünsche, Vorschläge für das Jahr 2023. Was wünscht ihr euch hier zu sehen? Verbesserungsvorschläge könnt ihr natürlich auch immer in den Kommentaren droppen. Also ich bin offen für Kritik, konstruktive Kritik, ne? Also es gibt natürlich auch Leute, die sagen, du bist so eingebildet, deine Videos und so weiter. Bei Daniels ersten Rückblick schrieb dann irgendwie jemand, Simones Selbstdarstellung wieder, irgendwie sowas, ne? Also wenn ihr das nicht mögt, was ich mache, sage ich immer, ihr könnt oben einfach aufs X drücken und dann müsst ihr mich auch nicht ertragen. Aber über konstruktive Kritik bin ich immer sehr offen. Also schreibt es mir alles gern unten in die Kommentare. Ich lese mir immer alle Kommentare durch, antworte natürlich auch immer zeitnah und freue mich über eure Meinung, Vorschläge, Kritik. Schreibt mir, wie euer Jahr 2022 war, was ihr euch vielleicht für 2023 wünscht. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Wie gesagt, es wird nicht unspannend werden 2023. Ich freue mich, wenn ihr mich wieder in diesem Jahr begleitet oder auch uns begleitet. Und ja, ich würde jetzt sagen, ich beende das Video. Ich hoffe, dieser Jahresrückblick hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns im Jahr 2023 wieder. Tschüss und guten Rutsch ins neue Jahr.